221 aus dem Buch Ein Kurs in Wundern. Vater, meine Freiheit ist in dir allein. Erstens, kursiv geschrieben. Ich habe nicht verstanden, was mich frei gemacht hat, noch was meine Freiheit ist, noch wo ich suchen muss, um sie zu finden. Vater, vergeblich habe ich gesucht, bis ich deine Stimme hörte, die mich lenkte. Jetzt möchte ich mich nicht länger selbst führen. Denn weder habe ich den Weg, um meine Freiheit zu finden, gemacht, noch ihn verstanden. Doch vertraue ich auf dich, du, der du mich als deinen heiligen Sohn mit meiner Freiheit ausgestattet hast, wirst für mich nicht verloren sein. Deine Stimme leitet mich an, und endlich öffnet sich der Weg zu dir und wird mir klar. Vater, meine Freiheit ist in dir allein. Vater, es ist mein Wille, dass ich zurückkehre. Zweitens, heute antworten wir für die Welt, die zugleich mit uns befreit werden wird. Wie froh sind wir, unsere Freiheit auf dem sicheren Weg zu finden, den unser Vater festgelegt hat. Wie sicher ist auch die Erlösung aller Welt, wenn wir lernen, dass unsere Freiheit allein in Gott gefunden werden kann. Amen. Danke euch fürs Teilen und wünsche euch noch einen schönen Tag.